The I Am Maybe wollte gerne wissen, wie man Dinge übernimmt, ohne sie gleich zu kopieren. Da mir zu diesem Thema doch recht wenig einfällt, dachte ich mir, dass ich es dann auch gleich mit dem Urheberrecht in Deutschland erweitern kann. Was vor allem für Fanfiction-Schreiberlinge interessant sein könnte. Der wohl einfachste Weg, etwas abzugucken, ist es, wenn man es parodiert. Ich bin dein Vater ist eindeutig aus einem anderen Film und trotzdem kann man dafür gefeiert werden. Das wäre somit die einfachste Variante. Ebenso verhält es sich mit augenzwinkernden Anspielungen. Eine zweite einfache Version wäre, etwas abzugucken und auf jemanden zu treffen, der das Original nicht kennt. Deshalb gibt es im Moment jedes Jahr irgendein Remake eines Filmeklassikers, zum Beispiel Total Recall, Evil Dead etc. pp. Wenn man es jedoch nicht auf die einfache Weise macht, ist es erst einmal wichtig zu wissen, was wie weit abgekupfert wird. Ich würde immer nur Details nehmen, nie ganze Grundgerüste wie etwa Settings, Charaktere etc. Nehmt euch etwas, was der andere Autor, wovon wir jetzt hier erst einmal ausgehen werden, vielleicht gar nicht so wirklich ausgebaut hat, was dennoch Potenzial besitzt. Manche fangen ja so mit dem Schreiben an. Warum hat man nicht mehr in diese Richtung geschrieben? Wäre doch viel interessanter geworden. Naja, wenn es kein anderer tut, mache ich es halt. Je weniger ihr übernehmt, desto schwieriger wird es, als das zu erkennen sein, was es einmal war. Aber dafür müsst ihr dann wiederum mehr Arbeit hineinstecken. Sobald ihr es jedoch habt, solltet ihr es dementsprechend verändern, erweitern, verfälschen und so weiter, um es dann anschließend zu etwas Eigenem zu machen. Natürlich könnt ihr dabei noch aus anderen Bereichen klauen und dann so eine Art literarisches Frankenstein-Monster daraus machen. Mehr ist das letztlich nicht, was man sagen kann. Es glückt immer dann, wenn es keiner merkt. Wie bei den Remakes von 20 Jahre alten Filmen. Manch einer mag sich jetzt aufregen, dass ich darüber schreibe, aber man muss sich auch eines immer vor Augen halten. Das gab es schon mal. Und mit das meine ich alles. Egal für wie eigen, originell oder frisch man seine Idee hält, es hat sie schon einmal irgendwie gegeben. Traurigerweise selbst dann, wenn sie selbst ausgedacht ist. Seht euch den Comic Hulk an und vergleicht ihn dann mal mit Jekyll und Hyde. Oder um jetzt einmal ein paar ganz dreiste Beispiele zu nennen. Ugly Betty und Verliebt in Berlin, Wack und Quarantäne. Vor allem letzteren kann man kaum vom Original unterscheiden, da es dort fast bis im Lautwort kopiert wurde. Warum auch immer. Was fällt euch sonst noch ein? Oder was für Kopien bzw. Eigeninterpretationen sind euch schon über den Weg gelaufen? Und wie kommt man eigentlich darauf, Fanfiction zu schreiben? Letzteres würde mich persönlich brennend interessieren. Macht euch dazu mal ein paar Gedanken und schreibt sie mir in die Kommentare. Eigentlich soll es hier weitergehen mit einem Link zum Urheberrecht, aber ich möchte vorher noch etwas zu diesem Thema ergänzen, weil es dort leider nicht aufgeführt wird. Und zwar nämlich das Urheberrecht betreffend gewisser Geschichten wie etwa Mythen, Märchen etc. Diese haben im eigentlichen Sinne keine Urheberrechte, weil sie Volkseigentum sind und somit allem gehören. Genauso verhält es sich mit gewissen Liedern. Hier geht es nun in der Beschreibung weiter mit langweiligen Paragraphen und Gesetzesauszügen. Leider konnte ich den gesamten Auszug hier nicht einfügen, weil es dann zu lang geworden wäre, da der Artikel mehr als 10 Seiten umschreibt. Daher nur der Link. In diesem Auszug sind auch noch die Urheberrechte von Musik und Film und ich glaube sogar über das Töpfern enthalten. Bis dahin, viel Spaß!